Hallo in die Runde. Grüße alle Teilnehmenden dieses Vortrags. Sehr erfreut, dass ihr oder dass Sie alle dabei sind. In den nächsten 30 Minuten möchten wir Ihnen, ja, wie Thomas schon erwähnt hat, einen Einblick geben in einen Proof of Value, den wir gemeinsam mit der Welthungerhilfe umsetzen. Und es geht darum, wie man mit automatisierten Tests und Matteo die Qualität von Power BI-Berichten steigern kann. So, und ja, bevor wir da tief in das Thema einsteigen, möchten wir beide uns gerne kurz vorstellen, damit Sie eine Vorstellung haben, wer jetzt in den nächsten Minuten zu Ihnen spricht. So, Magdalena, startest du bitte? Sehr gerne, danke dir, Michael. Ja, Gerne. ich bin Magdalena Lang. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin bei der Deutschen Welthungerhilfe und dort Mitglied des Data Analytics and AI Teams, was sich in den letzten 2 Jahren und vor allem dann im letzten Jahr auch gebildet hat. Und ja, ich bin da vor allem für Data Architecture zuständig und für den Aufbau des Reportings bei der Deutschen Welthungerhilfe und arbeite deswegen auch eng mit Michael zusammen. Und dann würde ich direkt an Michael wieder weitergeben. Ja, vielen Dank. Michael Brülker, mein Name. Ich bin seit 3 Jahren Berater bei der WAD und meine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Business Intelligence, Data Engineering und hier vorrangig, aber nicht ausschließlich mit Services aus dem Microsoft Azure Data Stack, aber auch SAS Data Stack und ja, natürlich auch Reporting mit Power BI. Über diese QR-Links kommen Sie auf unsere Webseite und dort können Sie sich einen Überblick über unsere Kompetenzen im Bereich Power BI speziell, aber auch Data Science allgemein verschaffen. Die Codes zeige ich am Ende des Vortrags nochmal an, sodass wir da an der Stelle erstmal weitermachen können. So, einmal kurz der Blick auf die Agenda, was wir in den nächsten Minuten vorhaben. Magdalena wird Ihnen einen kurzen Einblick in die Welthungerhilfe geben. Danach übernehme ich und stelle das Thema automatisiertes Testen mit Matteo vor, speziell von Power BI berichten, warum wir uns das überlegt haben, wie unsere Lösungsarchitektur an der Stelle aussieht. Gebe einen kurzen Einblick darin, wie Matteo eben das Testen durchführt, zeige ein paar Details der Implementierung. Ja, und danach geht es dann in die Vorteile, die wir sehen von automatisierten Tests, von Power BI Berichten. Gebe einen Ausblick, was wir noch vorhaben und ja, stelle noch einmal so die wichtigsten Features vor, die da an der Stelle erwähnenswert sind im Bereich Power BI, aber auch in anderen Szenarien und auch gerne das Team, das dieses Matteo, dieses wunderbare Tool entwickelt hat und das wir in unserem Proof of Value verwenden konnten. So, Talia, it's your turn. Alles klar, danke dir. Ja, also kurz was zur Welthungerhilfe. Wir haben ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht. Und zwar wurde die Welthungerhilfe 1962 gegründet. Und wir haben über 3000 Mitarbeiter in den Ländern verteilt und hier im Headquarter in Bonn. Und wir arbeiten sehr viel mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. Dabei haben wir 18,8 Millionen Menschen 2022 erreicht und das auch mit 310 Millionen Dollar Funding. Und ja, wir sind in 37 Ländern verteilt und über 600 Projekten, in denen wir eben diese Hilfe an die Menschen in den verschiedenen Ländern überbringen. Genau, hier ist nochmal eine Map, wie die Welthungerhilfe verteilt ist über die verschiedenen Länder und dass wir eben mit sehr vielen Partnerorganisationen auch zusammenarbeiten und unter anderem eben auch der WAD, wie Sie hier auch sehen, im Zusammenspiel dann gerade im Bereich Data Analytics, Power BI Reporting.
Genau, und dann wollte ich auf jeden Fall gerne unser Data Analytics Team vorstellen. Als Team haben wir uns gegründet im letzten Jahr und wir versuchen, die Vision der Welthungerhilfe zu ermöglichen, dass wir eben datengetriebener werden und datenbasierter lernen und Entscheidungen treffen und damit unserem großen Ziel Zero Hunger bis 2030 eben tatkräftig daran mitarbeiten. Und deswegen haben wir auch einmal gerade das Team aufgezeigt. Also wir sind gerade vier Personen in unserem Team mit verschiedenen Hintergründen im Bereich Data Science, Engineering und Data Analytics und arbeiten eben gerade mit Hochdruck daran, eine Infrastruktur aufzubauen und die ersten Use Cases umzusetzen und haben in dem Zusammenhang eben auch schon erste Power BI Reports erstellt, haben aber auch gemerkt, dass wenn wir jetzt Änderungen an den Power BI Reports machen und jetzt so die nächsten Versionen entstehen, dass wir eben immer mehr Overhead haben, wenn wir anfangen, Änderungen zu deployen und an die Nutzer in der Welthungerhilfe, die ja auch sehr groß verteilt sind, eben zu übergeben. Und da wollen wir natürlich, dass dann keine Fehler passieren in diesem Prozess. Und deswegen kam dann eben jetzt auch das Thema zustande, dass wir mit Michael zusammen gesagt haben, okay, wir bräuchten eigentlich Unterstützung eben im Testen von Power BI Reports, wenn wir die neu ausrollen wollen und Änderungen ausrollen wollen. Genau, und deswegen ist das für uns eben super spannend, was jetzt mit Matteo ermöglicht wurde. Und übergebe sehr gerne an Michael, um das eben auch zu zeigen, was da so möglich ist. Danke dir. Ja, vielen Dank für die Überleitung auch. Genau, so, bevor ich jetzt ja Details zur Umsetzung gebe, möchte ich gerne noch das Thema motivieren, wo das herkommt. Magdalena hat es ja kurz angesprochen, aber hier vielleicht nochmal eine kurze Visualisierung, eine kurze Story eines typischen Power BI-Entwicklers, wo ich mich auch dazu zählen würde, der sich sehr viel Mühe gibt, einen ansprechenden, verständlichen Report, ein Dashboard zu erstellen, mit den wichtigsten Kennzahlen zu den zentralen Geschäftsprozessen, also dass die Stakeholder dort ja bestens informiert sind und auch ja richtige Entscheidungen treffen können. So, wenn dieser Bericht oder das Dashboard dann eben fertiggestellt ist und man das dann den Stakeholdern in der Produktionsumgebung zur Verfügung stellt, dann ja erwartet man dann das Feedback und ja, es kann eigentlich nur positiv ausfallen. Man erwartet viel Lob und Anerkennung für die tolle Arbeit und die tollen Informationen, die super verständliche Darstellung. Ja, das Feedback kommt dann auch, ist aber kein Applaus, sondern eher so was wie, ja, da fehlt irgendwie noch ein bestimmter Auftrag in dem Report. Die Beziehungen zwischen den Fakten oder Dimensionen sind auf einmal nicht mehr da und das ganze Modell funktioniert nicht mehr, alle Reports sind kaputt. Eine Kennzahl wird nicht richtig ermittelt oder eins von diesen beiden hat wahrscheinlich auch schon der ein oder andere Power BI-Entwickler im Laufe seiner Karriere gesehen. Gerne einmal einen Kommentar schreiben, wenn sowas schon mal aufgetreten ist. Auch schon mal vielleicht, dass der Chef das gesehen hat oder ein wichtiger Stakeholder. Ja, auch bei der Welthungerhilfe kommt das ab und an vor. Magdalena hat es gerade skizziert, wenn Änderungen durchgeführt werden an Berichten. Genau, wenn die Berichte einfach leben und weiterentwickelt werden, dann ja, kann man sowas nie ganz ausschließen. Und wir haben uns aber gefragt, ja, wie können wir diese Situation verbessern? Und was gibt es da vielleicht für Werkzeuge, die uns das Leben erleichtern können? Und da ist uns eingefallen, dass wir im eigenen Haus eine Lösung haben und die heißt Matteo und ist unser Buddy für Testautomatisierung. Und genau, wie das Ganze aussieht, wie das funktioniert, das werde ich auf den nächsten Folien einmal Ihnen näher bringen. So, zunächst ein paar Grundlagen, was überhaupt möglich ist, was wir testen können. Und da gibt es zwei Ansatzpunkte, einmal das Datenmodell und zum anderen die Report-Darstellung.
Bei dem Datenmodell steht uns die Power BI API zur Verfügung. Die hat eine Vielzahl von REST-Endpunkten, mit denen verschiedenste Informationen über Datasets, Reports, Workspaces, Gateways abgerufen werden können und entsprechend auch nochmal verändert werden können. Und es gibt einen Endpunkt, mit dem man sogenannte DAX-Ausdrücke, also DAX-Formeln auch genannt, an das Modell senden kann per API-Aufruf. Und ja, DAX ist letzten Endes eine Formelsprache in Power BI, mit der Kennzahlen programmiert werden können, Daten abgefragt werden können, ist vergleichbar mit SQL für Datenbanken. So. Damit kann man dann, ein Beispiel kommt gleich noch, beispielsweise abfragen, ob eine bestimmte Tabelle existiert oder ein Feld oder eben nicht, ob Beziehungen zwischen Tabellen, also Dimensionen und Fakten in der Regel existieren oder nicht, ob Werte in einer bestimmten Spalte fehlen, also leere Werte sozusagen. Die Anzahl der Datensätze in einer Tabelle, also letzten Endes ist das der Test darauf, ob die Tabelle überhaupt Daten enthält oder ob irgendwas beim Laden schiefgelaufen ist und die Tabelle am Ende noch leer ist und vieles weiteres. Und ein Beispiel hier mal kurz genannt, das ist jetzt auf Basis von PowerShell. Es wird an der Stelle die Funktion aufgerufen oder Restfunktion wird aufgerufen mit eben an diesem Endpunkt. Das ist eben Execute Queries und die erwartet dann eine DAX-Formel im Format eines JSON-Objekts. Und genau, die DAX-Formel hier besagt eigentlich nichts anderes, ob diese bestimmte Dimension, also die Tabelle, Werte enthält oder Datensätze enthält. Im besten Fall sind es mehr als 0. Also enthält die Tabelle auch Datensätze. So, eine zweite Möglichkeit ist die Report-Darstellung zu testen. Und hier kommt uns entgegen, dass Reports, die im Power BI Service veröffentlicht werden, als Webseite, als HTML-Code im Browser ausgeführt werden und gerendert werden. Und diesen Website-Code können wir dann analysieren, ob das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein bestimmter Elemente. Und damit ist dann zum Beispiel möglich zu testen, ob ein Visual richtig angezeigt wird oder eben, wie in dem Beispiel vorhin, so ein Fehlerfeld dargestellt wird. Man kann prüfen, ob die Vorgaben des Corporate Identity, Corporate Design eingehalten werden, ob eben ein Unternehmenslogo angezeigt wird, ein bestimmtes Theme verwendet wird. All das sind Dinge, die in der Darstellung dann eben getestet werden können und einiges weiteres. So, und das Gute ist, in beiden Fällen kann uns Matteo bei den Tests, bei der Prüfung unterstützen, sowohl gegen dem Datenmodell als auch die Report-Darstellung. Und weil für die Welthungerhilfe eben dieser zweite Fall der Report-Darstellung und Tests dagegen den höchsten Mehrwert hatte im ersten Schritt, haben wir uns eben zunächst einmal darauf konzentriert. Und darauf basiert auch das Konzept, das ich im Folgenden vorstelle. So, wie sieht die Architektur aus? Also Dreh- und Angelpunkt, das Herzstück ist an der Stelle Azure DevOps. DevOps ist ein Cloud-Service von Microsoft, mit dem man Deployment-Pipelines abbilden kann. Das ist sozusagen der Kit, der viele Einzelschritte miteinander verbindet und dafür sorgt, dass am Ende die ganze Kette irgendwann ausgeführt wird, eventbasiert oder zeitgesteuert. Ein weiteres wichtiges Element ist eine sogenannte Azure Container Instance. Das ist sowas wie ein Docker-Container in der Azure Cloud als Service angeboten. Und es liegt ein entsprechendes Docker-Image in der Google Container Registry. Das wird abgefragt und damit wird die Instanz in Azure aufgebaut. Es gibt einen Zeitplan, der dafür sorgt, dass die Pipeline zur richtigen Zeit startet. Dazu kommt gleich nochmal ein tieferer Einblick, wie das aussieht. Das Stoppen ist an der Stelle nicht zeitgesteuert, sondern
ist einfach ein Schritt im Deployment, das dann eben am Ende der Verarbeitung dafür sorgt, dass die Instanz wieder herunterfährt und keine Kosten verursacht. Also Kostenkontrolle und Kostenersparnis sind gerade ja, bei der Welthungerhilfe ein sehr wichtiges Thema und deswegen kommt uns das an der Stelle zugute. Die Testskripte ja, können in Git abgelegt werden, sind damit unabhängig von der Ausführung. Man hat da die Versionskontrolle und kann sicherstellen, dass bei jedem Start der Container-Instanz das aktuelle freigegebene Testskript verwendet wird. Ja, wenn das Testskript dann vorhanden ist, die Container-Instanz läuft, dann ja, kann über einen Restaufruf an Matteo die Ausführung des Tests gestartet werden. Dann wird in einer Dunkelverarbeitung der Power BI-Bericht aufgerufen. Es werden die Seiten des Berichts analysiert, auf das Vorhandensein bestimmter Elemente, eben was in dem Testskript hinterlegt worden ist. Und am Ende der Verarbeitung ja, wird ein Testbericht erzeugt. Der kann positiv oder negativ ausfallen, beziehungsweise ja, Warnings, Errors enthalten, die dann eben in dem Testskript definiert worden sind. Und wenn es relevante Findings gibt, dann soll dieser Bericht im Data Lake abgelegt werden und ja, entsprechende Testverantwortliche sollen benachrichtigt werden, dass es eben ja, einen Test gab, der entsprechende Findings hatte, sodass dann möglichst zeitnah denen hinterhergegangen werden kann und die Fehler ausgeräumt werden können. So, und weil die Dunkelverarbeitung ja, durch Matteo und Power BI-Berichten eben nicht viel Sehenswertes bietet, habe ich eine kleine Aufzeichnung gemacht für ja, die Veranschaulichung dessen, was Matteo tut. Und das kommt auf der nächsten Folie. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch in der Live-Show. Also das ist eine Aufzeichnung, aber man weiß ja nie, ob es gestartet wird. Ich kann es sehen, man sieht jetzt, dass der Report aufgerufen worden ist, dass es mehrere Seiten gibt hier an der Stelle und dass Matteo dort durchiteriert, die Seiten prüft, ob das Vorhandensein von Fehlern. Ich muss dazu sagen, das ist ein präpariertes Beispiel, das ist kein Bericht aus dem produktiven Einsatz, dass Sie da kein falsches Bild bekommen, mit welchen Tools wir da an der Stelle arbeiten. Genau, und das ist ein Blick auf einen Bericht. Man sieht hier im Status, dass dort etwas nicht in Ordnung war, dass etwas gefunden worden ist. Zunächst sieht alles gut aus auf den ersten Seiten. Später kommt dann eben der Hinweis, ja, hier gab es dann auch ein bzw. mehrere Warnings. Das Beispiel hier, ein Screenshot von dem entsprechenden Finding und ja, weiter unten ein Hinweis mit weiterführenden Informationen, sodass man schnell weiß, was dort an der Stelle Phase ist. So. Möchte mich auch entschuldigen noch für die schlechte Qualität des Videos. Meine Kernkompetenz liegt im Data Engineering und weniger im ja, Aufzeichnen von Videos und deren Bearbeitung. Deswegen ja, ein kurzer Blick auf die ja, Pipeline in DevOps. Ist in dem Fall ein sehr ja, einfaches Konstrukt. Es gibt einen Stage. Normalerweise würde man in einer Deployment-Pipeline viel mehr Stages sehen, je nachdem, wie viele Umgebungen man hat. Für unseren Zweck reichte eben eine Stage mit einem Job und 5 Aufgaben. Das Wichtige hieran ist, ja, dass dieses Schedule, diese ja, Zeitsteuerung, der Zeitplan, hier haben wir definiert, dass an jedem Werktag zu einer bestimmten Uhrzeit diese Pipeline gestartet werden soll und dann eben die Aufgaben nacheinander abgearbeitet werden sollen. Die Pipeline an sich, beziehungsweise die Aufgaben innerhalb des Jobs sind ja einmal das Starten der Instanz. Dabei wird dann die aktuelle Version des Testskripts herangezogen. Der Test wird aufgerufen. Es wird dann eben nach Beendigung, wenn es Findings gibt, der Report abgerufen und ja, dann im Data Lake abgelegt. Die Container-Instanz wird wieder heruntergefahren.
Das Ganze läuft innerhalb von wenigen Minuten ab. Und ja, wenn es relevante Informationen gibt, wird auch der entsprechende Stakeholder, die Testverantwortlichen benachrichtigt. So, einmal ein kurzer Blick in, wie so ein Testskript aussieht für diesen Anwendungsfall. Ich möchte das nicht zu sehr stressen, um da an der Stelle niemanden zu langweilen mit Code, den man nicht versteht. Was hier letzten Endes wichtig ist, dass ermittelt wird, wie viele Seiten ein Report hat, sodass dann jede einzelne Seite aufgerufen werden kann. Das passiert durch ein Programm in JavaScript. Die Anzahl der Reports oder Report-Seiten wird an der Stelle genommen, um durch die einzelnen Seiten zu iterieren. Es wird jede Seite aufgerufen und eben geprüft nach diesem Element. Das ist in dem Fall dieses ja, unschöne Fehlerbild, dass ein Visual eben nicht angezeigt werden kann aufgrund eines Fehlers. Und ja, wenn das vorhanden ist, dann soll von der Seite ein Screenshot erstellt werden. Es soll die URL der Report-Seite erfasst werden und in der E-Mail mit angegeben werden, sodass man schnell zu dieser Seite navigieren kann. Und ja, eine Nachricht, eine Info, was die Ursache oder was da an der Stelle gefunden worden ist. Genau, hier nochmal ein kurzer Blick auf den Testbericht. Man sieht hier links den Status, dass eben etwas nicht in Ordnung war, dass Warnungen aufgetreten sind. Man sieht auch, dass ein Screenshot davon genommen worden ist und dass es eben eine Anomalie gibt. Und ja, die Benachrichtigung. Das ist ein PDF, was ja im Standardformat dann eben ausgegeben wird. Aber denkbar sind da auch viele Customizings, also nach den Wünschen der entsprechenden Anspruchsgruppen können diese Protokolle dann eben auch angepasst werden. Ja, was ich bisher gezeigt habe, war, ja, wie wir produktive Berichte regelmäßig überprüfen können und da eben rechtzeitig Fehler zu finden und die dann auch schnell auszumerzen. Was wir aber auch vorhaben, was unser Ziel ist, dass wir diese automatisierten Tests auch in unseren Entwicklungsprozess mit einbinden und dadurch dann auch die Entwickler entlasten. So, und das würde dann, sag mal, ja, skizzenhaft so aussehen, dass ein Entwickler einen Bericht erstellt und den dann in einem Git Repository ablegt. Daraufhin greift Azure DevOps diese Information auf und veröffentlicht den Bericht in der Testumgebung. Und wenn das erfolgt ist, wird Matteo gestartet, der testet diesen Bericht, prüft, ob es dann ja, definierte Anomalien gibt und gibt dann frei, wenn keine entsprechenden Findings gefunden worden sind. Wenn das der Fall ist, dann wird ein Reviewer benachrichtigt und ja, kann dann diesen Bericht nochmal fachlich prüfen, ob die Inhalte auch passen. Und erst danach wird der Bericht dann in der produktiven Umgebung bereitgestellt. So, und der Vorteil, den wir da an der Stelle sehen durch automatisierte Tests, ist, dass wir einerseits die Reviewer entlasten können, indem nicht irgendwelche ja, Berichte oder Infos an die Reviewer rangehen, Berichte zu testen, die technisch noch Fehler aufweisen in einer bestimmten Umgebung. Und genau, dass dann eben die Info nur erfolgt, wenn auch die technische Freigabe durch Matteo erfolgt ist. Genau, welche Vorteile sehen wir durch automatisierte Tests mit Matteo? Wir schaffen auf jeden Fall frühzeitig Aufmerksamkeit für Fehler in Berichten, können diese dann auch ja, zeitnah beheben, möglichst ja, oder im besten Fall, ohne dass es ja, die Endanwender bemerkt haben. Manchmal ja, werden Berichte längere Zeit nicht aufgerufen, weil sie vielleicht noch Informationen enthalten, die irgendwo auf Wochenbasis oder Monatsbasis notwendig sind oder auch auf Tagesbasis, aber eben nicht dauerhaft, sodass man da durchaus Chancen hat,
diese Fehler rechtzeitig zu beheben. Wir sorgen dadurch für höhere Qualität der Berichte. Die Nutzerfreundlichkeit der Endanwender steigt aus unserer Sicht. Und ja, das Wichtigste ist eben, wenn ein Bericht eben ja, eine saubere Darstellung hat, keine Anomalien aufweist, die Inhalte richtig sind, dann schafft das auch Vertrauen und hat weniger ja, Gründe an der Richtigkeit eines Berichts und an den Zahlen zu zweifeln. Ja, im Falle des Einbindens von automatisierten Tests im Deployment versprechen wir uns da eine Beschleunigung, dass eben ja, zum einen mehr getestet werden kann, weil eben die Tests von Matteo genommen werden können. Man da weniger ja, Manpower, Womanpower in die Aufgaben stecken muss und die Zeit dann eben frei wird für ja, das Konzentrieren auf die eigentliche Arbeit, eben das Entwickeln von ja, wertvollen Dashboards, Informationen über die eigene Organisation. So, und da sehen wir auch ja, die automatisierten Tests und das automatisierte Deployment als ja, wichtige Voraussetzung für die agile Entwicklung. So eben, dass man sich als Entwickler auf die ja, Entwicklung der Features konzentrieren kann, weil das Testen eben, ja, man schon vom Testen entlastet wird durch die automatischen Tests. So, die wichtigsten Features aus unserer Sicht von Matteo ist jetzt Jira-Integration, das ist das Erste, was wir bei der Welthungerhilfe nicht im Einsatz haben, weil Jira eben nicht vorhanden ist. Aber wenn Jira vorhanden ist, dann kann eben statt, wie wir es umgesetzt haben, ein Finding dann als Report im Data Lake und Benachrichtigung per E-Mail kann dann eben direkt in Jira ein Ticket angelegt werden, sodass dann strukturiert und konsequent dieser Fall dann weiter bearbeitet wird, die entsprechenden Leute informiert werden und ja, die Behebung dann folgen kann. Git-Integration, sehr wichtig, dass man da eine Versionskontrolle der Berichte hat auf der einen Seite und immer wieder die aktuelle Version dann zu den Tests heranzieht. Screenshots, wie gerade auch gezeigt, können von ja, den Findings erstellt werden. Wichtige Informationen, sensible Informationen können sicher abgelegt werden. Custom Reporting auch schon angesprochen. Wir nutzen zurzeit nur das Standard Reporting, was uns an der Stelle reicht, was aber auch sehr, ja, sehr viele Informationen enthält, die man dann im schlimmsten Fall dann wegscrollen muss. Da gibt es viele Möglichkeiten, diese Reports auch nochmal an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Ja, weitergehende Prüfungen, die wir jetzt noch nicht haben, aber die denkbar wären, das Vorhandensein von Logos, Corporate Identity, Corporate Design, ob da die Vorgaben, Unterstützung von einer Vielzahl von Betriebssystemen durch weitere Treiber und ja, Anlegen von Repositories für unterschiedliche Testszenarien und deren Wiederverwendbarkeit und auch, ja, last but not least, die RPA-Funktionalität, also dass wir Benutzereingaben, die irgendwie eintönig sind, wiederkehrend sind, automatisieren können, sodass da die Mitarbeiter sich auf die ja, eigentlichen, sagen wir, wertstiftenden Aufgaben konzentrieren können und weniger mit so ja, repetitiven, langweiligen Aufgaben und ja, letzten Endes auch fehleranfälligen Aufgaben sich aufhalten müssen. Ja, dann auch nochmal das Team, die Macher, die Schöpfer des wunderbaren Tools. An der Stelle auch einen sehr großen Dank an Michael Wierich, der mit seinem Ansatz überhaupt erstmal diesen Proof of Value möglich gemacht hat. Vielen Dank, Michael. Und ja, Bernd Rinklake als Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Testmanagement, Testautomatisierung und RPA. Über ja, diesen QR-Code kommen Sie dann auf die Profilseite auf LinkedIn von Herrn Bernd Rinklake und ja, können da mit ihm in den Austausch treten. Ja, dann bin ich auch schon, oder sind wir am Ende unseres Vortrags.